Labalala. Ich bin mit Musik aufgewachsen und ich könnte mir eigentlich keinen Moment ohne Musik vorstellen. Es ist quasi so ein bisschen die logische Konsequenz aus meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart dann quasi geworden, weil ich halt mich sehr viel mit Theater beschäftigt habe und mir dann irgendwann gedacht habe, warum nicht hier? Also hier machst du Theater? Yes. Die Burgruine Puchberg am Schneeberg. Ja, und wie schaut hier ein Theaterstück aus? Sehr viel mehr als diese wunderbaren Steinmauern braucht man eh nicht. Und das ist das Schöne an dem Ort. Man hat so viele Plätze und Wiesen, wo man Geschichten erzählen kann. And resolve itself into a dew. Or that the everlasting had not fixed its canon against self-slaughter. Stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. Ich würde den sommerfrische Begriff gerne ins 21. Jahrhundert holen. Gerade jetzt, wo es auch viel um Nachhaltigkeit geht, dass man nicht ein Wochenende gleich überall irgendwo hinfliegt, sondern auch mal in der Nähe Urlaub machen kann. Und da muss das Angebot natürlich auch stimmen. Und was bietet die Gegend hier an Kulissen? Richtung Losenheim, also Richtung Schneeberg, gibt es zum Beispiel noch eine zweite Burg. Und es gab früher hier das Auffest. Das heißt, da gibt es wirklich im Wald eine schöne Aulist und Lichtung. Das wäre großartig, um zum Beispiel einen Sommernachtstraum dort zu inszenieren. Was war die ungewöhnlichste Kulisse, in der du jemals aufgelegt hast? Am Berg in einem Iglu, wo es dann wirklich von der Decke getropft hat und die Leute mit den Jacken getanzt haben. Okay, also, das heißt, da tanzt man dann auch wirklich, um sich aufzuwärmen. Ja. Finde ich auch, oder? Kein Vergleich zum Tal oder geschweige denn zur Stadt. Was bedeutet eigentlich Sommerfrische für dich? Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Sommerfrische bedeutet für mich auf jeden Fall Erholung. Dadurch, dass ich jedes Wochenende im Club stehe, freue ich mich, wenn ich auch mal rauskomme. Mhm. Auch mit meiner dreijährigen Tochter gehe ich gern wandern, spazieren. Und vielleicht kommen wir auch mal hierher. Das ist eine ganz großartige Idee. Für Kinder gibt es hier ganz viel zu tun und die lieben das da heraus. Durch so Kulturinitiativen, Theater, Ausstellungen, DJs, die dann hier auftreten, wird es natürlich immer interessanter, auch für junge Leute. Vielleicht starten wir mal was hier. Finde ich eine großartige Idee, freue ich mich. Und viele andere Leute sicher auch.